Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich Bildungsgerechtigkeit? Damit ihr es besser versteht, habe ich ein Beispiel vorbereitet. Das ist Max. Und das ist seine Freundin Anna. Die beiden gehen in eine Klasse. Die Eltern von Max verdienen viel Geld. Sein Papa ist Anwalt und seine Mama ist Ärztin. Annas Eltern verdienen nicht so viel Geld. Ihr Papa ist Maurer und ihre Mama ist zu Hause, um sich um Anna und ihre Schwester zu kümmern. Max macht immer mit seinen Eltern Hausaufgaben, damit sie ihn unterstützen können. Dafür braucht er wenig Hilfe in der Schule. Anna bekommt in der Schule mehr Unterstützung von ihrer Lehrerin, denn Annas Eltern können ihr nicht so gut bei den Hausaufgaben helfen. Durch die zusätzliche Hilfe, die Anna in der Schule bekommt, haben Max und Anna gleich gute Chancen, gute Noten zu bekommen, obwohl sie unterschiedliche Voraussetzungen von zu Hause mitbekommen. Das ist gerecht und das ist Bildungsgerechtigkeit. Aber in Wirklichkeit sieht das leider anders aus. Max kann schon besser lesen als Anna, denn seine Eltern haben viele Bücher zu Hause und lesen jeden Tag mit ihm. In Mathe hat er Nachhilfe bekommen, damit er den Übertritt aufs Gymnasium schafft. Anna kann zwar schon gut rechnen, aber noch nicht so gut lesen. Weil ihre Eltern aber selbst nicht gerne lesen, üben sie auch nicht mit Anna. Nachhilfe können sie sich nicht leisten. Weil die Lehrerin die Nachteile von Anna nicht ausgleichen kann, hat Max viel bessere Chancen als Anna, auf das Gymnasium zu kommen. Und somit hat er bessere Chancen auf bessere Bildung. Das ist nicht gerecht. Und das ist auch keine Bildungsgerechtigkeit.